Viele Menschen beginnen einfach das neue Jahr ohne zu planen. Und sie werten auch das alte Jahr nicht aus. Sie machen einfach immer so weiter. Wenn wir aber immer so weitermachen, ja, dann werden wir nicht wachsen. Wir werden uns nicht verändern und dann werden sich auch die Dinge für uns nicht verändern. Es gibt eine ganz einfache Möglichkeit, das alte Jahr auszuwerten. Es heißt 3x3. Und es dauert nur eine Viertelstunde und es ist ganz wichtig, wenn Sie es machen, dass Sie es auch schriftlich machen. Und ich verspreche Ihnen, Sie werden ganz viel davon haben. Erstens notieren Sie die drei größten Erfolge, die Sie im letzten Jahr erlebt haben und Sie feiern richtig. Und dann zweitens die drei schönsten Momente und für die sind Sie tief dankbar. Und drittens die drei wichtigsten Lehren und an denen wachsen Sie. Also die drei größten Erfolge, die drei schönsten Momente und die drei wichtigsten Lehren. Noch ein ganz wichtiger Hinweis. Wenn Sie das Jahr insgesamt betrachten, ja, dann neigen viele Menschen dazu, unzufrieden zu sein. Und das hat damit zu tun, ob wir uns an unserer Startlinie orientieren oder an unserer Ideallinie. Lassen Sie mich das erklären. Als wir in das Jahr gestartet sind, da waren wir natürlich an der Startlinie. Und fast immer haben wir das Jahr besser abgeschlossen, als wir es am Anfang des Jahres begonnen haben. Aber sehr ehrgeizigen Menschen reicht das nicht. Sie neigen dazu, das gar nicht wahrzunehmen, denn sie orientieren sich ausschließlich an ihrer Ideallinie, nämlich an dem, was sie noch alles hätten tun und erreichen können, wenn alles vollkommen gelaufen wäre, optimal gelaufen wäre. Aber so ist das Leben meistens nicht. Und ich glaube, dass es wichtig ist, unsere Ziellinie mit unserer Startlinie zu vergleichen und eben nicht mit der Ideallinie. Wir überlegen also, wo habe ich Anfang des Jahres gestanden? Und wo stehe ich jetzt? Und meist stellt sich dann ein tiefes Gefühl von Dankbarkeit ein. Wenn wir dagegen überlegen, was ich noch alles hätte erreichen können, dann stellt sich eher ein Gefühl der Unzufriedenheit ein. Ich glaube, dass es wichtig ist, das alte Jahr glücklich und zufrieden zu beenden, indem wir dann einfach nochmal an unsere drei größten Erfolge denken und feiern, an die drei schönsten Momente und dankbar sind und an die drei wichtigsten Lehren, an die wir uns im nächsten Jahr erinnern wollen. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen alles Gute, viel Gesundheit und Erfüllung, sehr viel Erfolg, Herzensfrieden und sehr viele glückliche Momente.